Ciao, willkommen zurück hier bei SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Das letzte Mal waren wir hier in der Gulagune und ja, haben viele Pfannenwände gefunden. Aber jetzt gehe ich mal zum Poseidon. Mal schauen, was wir. Oh, schon wieder Cutscene. Ich habe euch hergebracht, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellt. Ah, interessant. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen. Von einem mächtigen Feind, den ihr bezwingen müsst. Dann mal los, eure Hoheit. Oh, die Musik wird gerade recht episch. In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidons. Ist das jetzt gerade ein Bosskampf? Eckiger Bursche. Und sein Herausforderer. Ein riesiger mörderischer Eichhörnchenroboter. Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Okay, es gibt einen Bosskampf und. Oh mein Gott. Und ich muss was machen. Oh, Digga! Was ist jetzt das hier? Das tut bestimmt weh! Das tut bestimmt weh. Okay. Digger. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Ja, aber wo muss ich ihn hauen? Ah. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Great Barrier Reef. Okay, ich muss einfach auf den Boden stampfen oder was? Okay. Autsch. Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Oh. Irgendwie, Offenbar zeigt sich der Roboter Schwamm. Nun verwundbar. Nein, was ist das? So. Jetzt bekommt der Roboter eine Prügel. Jetzt einfach, Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Einfach nur das Schema da beibehalten. Oh, was passiert jetzt? Ich will spielen! Patrick, wir spielen nicht. Wir kämpfen um unser Leben. Ich will spielen! Oh, na gut. Okay. Jetzt muss ich mit... Okay. Nein. Der kommt einfach zu nah an das Metallmonster. Das ist der. Der Roboter verliert seinen Kopf. Okay. Gib mir den Kopf. Juhu, los aber geht's. Ja, es ist ja der Hering-Reporter. Wo muss ich ihn anschiessen? Ah, da rein. Was für ein schockierender Niederruf, ja, so. Alles klar. Aber ja, jetzt kommt immer der Hering-Reporter und irgendwie ins Bild ploppen, um es zu kommentieren. Das ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Der alte Wäscheleine-Move. Lol. Okay, den kann ich noch nicht. Der Roboter verliert seinen Kopf. So, jetzt der. Komm schon. Und zack. Hübscher, nice. Den Move von Patrick. Wenn man mal weiss, wie es funktioniert, ist es eigentlich gar nicht mal so schwer. Gut. Yes. Der Roboter Zack. Verliert seinen Kopf. Oh, gib mir den Kopf. Und stirb. Wow, so ein elektrisierendes Match hat so, noch nie jetzt gesehen. Kommt die dritte Phase. Okay. Springen und schlafen. Jetzt halt. Ey, das war schnell gewesen. Springen und schlagen. Der alte Wäscheleine-Move. Okay. Ah, ich hätte vielleicht einen Doppelsprung können machen. Wenn das keine Gelegenheit für einen Blasenschlag ist, dann weiß ich auch nicht. Was für ein Aufwärtshaken. Ah, so. Alles klar. Jetzt, Jout! Soll ich da ausweichen? Klasse Aktion von SpongeBob! Genau, einmal. Das Match ist so gut wie beendet. Ja, aber jetzt,
Keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht ausweichen kann. Autsch! Ja, yeah, scheiße gelaufen, Mann. Juhu, das war lustig! Du bist dran, SpongeBob! Hui! Das ist jetzt einfach nochmal die letzte Bossphase. Oder? Ja. Spling! Der alte Wäscheleine-Move! Hey, ich check doch nicht, wie ich das ausweiche. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh, was für ein Aufwärtshaken. Autsch. Ja, aber das ist auch voll behindert. Also echt. Der hätte mich gar nicht können töpfen, rein theoretisch. Wenn das keine Gelegenheit für einen Blasen. Also hätte er nicht sollen. Na ja, gut, jetzt schaffe ich es ja. Das Match ist so gut wie eine Frühlingsbrise. Aber ich kann nicht aus. Ich check nicht, dass ich muss da irgendwie dazwischen kommen. Egal was ich mache, dass ich bin immer getroffen. Wenn das keine Gelegenheit für einen Blasenschlag ist, dann weiß ich auch. So, Boss besiegt, ja. Yeah. Nicht gerade schön gewesen zum Anschauen, aber ja, ich kann mir Mühe geben. Also das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Und was haben wir gewonnen? Das Blasenbowling. Ah, okay, jetzt. Ein goldener Pfannenbänder. Und das jetzt, ist ein macht Sinn. Ein Geschenkgutschein von Dienst kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert. Alles klar. Ist das jetzt aber alles gewesen? Hey, Plankton. Hey, Plankton. Ja, was gibt es? Ich habe mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Tun sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild auf dem Roboter-Hauptquartier steht. Roboter-Headquarters. SpongeBob, wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht wirklich. Genau, und als dein Nicht-Freund mache ich mir Sorgen um dich, und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mache mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Alles klar. Und jetzt können wir uns da ein bisschen umschauen. Das heisst, jetzt kommen wir auch mal zu den krassen Krabben. Nice. Aber die Frage ist jetzt. Das Ding, wo ist eigentlich das Stadion? Lass mich dir beibringen. Das ist wieder Kumpelbase, okay? Blase bowlt. Drücke diese Taste, dann bowlst du eine Blase, die Roboter aus sicherer Entfernung. Wow! Vergiss aber nicht, dass das Blasenbowling nur bei Dingen funktioniert, die sich in Bodennähe befinden. Okay. Ja, macht Sinn. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Okay, aber was ist das irgendein Gap? Geschenke öffnen ist klasse. Okay. Was muss ich mit dem machen? Ich bin fantastisch. Ah, genau. Jetzt. Was muss ich irgendwie. Nein. Logisch. So. Okay, nochmal. Digga! Geht das nicht? Doch. Geht ja. Noch mehr Unterhosen. Einmeldung. Nice. Ein Schwamm, der 5 Unterhosen trägt, ist im Anmarsch. Ich glaube. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Shit! Ich glaube, das kann ich ziemlich vergessen. Ah,
probieren wir es nochmal. Nice. Gut. So. Nein. Komm schon. Komm schon. Zurück. Genau. Ah, nein. Man muss geduldig bleiben. Komm schon. Komm schon. Yes. Okay. Nein. Nein, das war verwirrend. Oh, gerade noch geschafft. Aber ja, ich habe gemeint, es bleibt noch ein bisschen stehen, aber es geht dann zack, es geht gerade wieder runter. Gut, das ist ja. Trotz allem ist das eigentlich gut gelaufen. Dort braucht man 30 Befahren, ich habe jetzt 28. Da geht es Sand Mountain. Apropos Sand Mountain, ich könnte eigentlich mal zu der Sandy noch gehen. Und nach Rock Bottom geht es vor, da kann ich schon an, mit 25. Und dann in Jump Bucket geht es mit 40. Kann ich da noch rein? Die Polizeiwache, ja. Gehen wir mal da schauen, was es da so gibt. Okay. Ja. Was hat denn... Hast du mir etwas zu sagen? Nein. Ich halte es nicht aus. Ich tue da in der Polizeistation randalieren. Yeah. Was macht eigentlich das da? Das ist der Roboter-Betrachter. Stell dich auf die Metallplatte vor dem Betrachter, um ihn zu aktivieren. Du kannst den Betrachter nutzen, um Informationen über gefangene Roboter nachzulesen. Gefangene? Oder ist Gefallene gestanden? Nein, warte. Das muss ich nochmal klären. Gefangene. Wieso Gefangene? Einfach die, die ich schon mal wohl besiegt habe, werden wohl gemeint sein. Bikini-Botten gesucht. Was zum... Wieso explodiert das? Plankton ist erst der vorbildlichste Bürger, den ich kenne. Er hilft gerne anderen, sind gerne... Ja, da merkt man, glaube dass das... dass das Infofeld ein bisschen parteiisch ist. Gibt es da sonst nichts zu machen? Okay. Gehen wir halt wieder raus. So. Jo. Genau. Gehen wir mal zu der Sandy. Und der Shady Shoals Rest Home. Das ist irgendwie... auch irgendein Restaurant. Aber wo ist eigentlich die große Krabbe? Die ist... Ah, die ist erst dort. Die wird wahrscheinlich dann dort unten sein. Dann ja, gehen wir mal zuerst zu der Sandy. Nehmen wir jetzt mal unten, wie es bei ihr so aussieht. Sandy, deine Bauchkugel hat ein Leck! Der verschrumpelte SpongeBob. Diese Roboter haben einen Sprung ins Glas gemacht, SpongeBob. Mein Baumhaus ist bis zum Dach voller Roboter und du bist schuld. Also geh da rein und sorge für Ordnung. Du bist schuld. Alles klar, Kinder. Fertig. Los. Okay, ich bin, muss die jetzt wahrscheinlich gerade... Oh, nein. Innerhalb von der Zeitspanne muss ich die wahrscheinlich zerstören. Ich nehme es mal an. Schneller. Oh, Hamsterrad. Komm schon. Gut. Zuerst mal die Maschine zerstören. Also gut. Schon viel besser. Damit sie nicht können respawnen. Ich schätze, brauchst du mehr als ich. Gut, liege ich immer noch im Sterben. Ist das allgemein jetzt noch mein Gimmick? Nice. Kann ich da zu ihr ins Häusli? Nein, kann ich wohl nicht. Frisch wie eine Frühlingsblume. Ja, genau, Unterhose kann ich jetzt auch ein bisschen mehr tragen. Da kann ich nicht das Wasser aufsaugen. Und da das Hamsterrad, kann man da etwas machen? Lol. So bewegt sich das irgendwie schnell und ich glitsche irgendwie durch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wie ein neuer Schwamm.
Und dann gibt es da nachher auch nicht mehr so viel zum Holen, so wie es aussieht. Da. So, jetzt. Dann gib mir deine Blümchen. Irgendwie ist da auch noch der Patrick irgendwie außerhalb vom Glas. Er schlürft einfach ganz genüsslich ein Kaltgetränk. Gut, er hat sonst Zehnte... Hör auf zu labern und schnapp dir die Roboter! Hab ich ja gemacht. Und sonst gibt's da nicht mehr viel zu machen. Na, dann gehen wir wieder raus. Jetzt Shady Shoals Rest Home. Kann man da? Da kann man auch rein. Das finde ich nice. Wow, mehr Jungfrauen. Ah, das sind die jetzt. Das Altersheim, ja so. Schieß mich ab. So was machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwammjunge. Mehr Jungfrau, Mann und Blaubuschbub, ich find's herrlich. Bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Mehr Jungfrau, Mann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Oh, jetzt mach ihn kaputt, prima! Bestimmt. Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh, Junge, natürlich. Okay. Also dann, aber bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher? Ah, jetzt kommt mit Heldenhöhle, nice. Absolut, Blaubauschbube. Barnacle Boy heißt es aber im Englischen. Um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns unten. Ist alles schon Puddingabend? Der Schinger ist voll grenzstabil, senil. Was ist das? Die Frisur. Hey, nein. ja, und wir machen noch ein paar Sachen da kaputt. Wusch. So, Neuigkeiten aus Bekin. Ah, nice, da kommt er wieder. Wir erhalten unbestätigte Berichte, dass die Bedrohung durch die Roboter aus dem Abfalleimer kommt. Der Inhaber Plankton lässt folgendes Statement verlauten. Hört mich an! Ich werde euch zerquetschen und zwar unter meinen! Und nun wieder zurück zum regulären Programm. Pudding am Stiel. Pudding am Stiel. Oh, wie funkelnd. Kann ich den Fernseher kaputt machen? Okay. Ich habe einen Endgut kaputt gemacht. Nein, noch nicht. Warte, ich will jetzt zuerst mal die Socken da. Noch ein Pfund für Patrick. Ist das schon wieder der Junge, der den Fernseher reparieren soll? Vielleicht kann er meine Füße einreiben. Das ist ein anderer Dialog. Junge, wenn ich du wäre, würde ich abhauen. Und zwar schnell. Ja, mein Ding ist, wenn ich sie haue, macht sie einen Weedy. Jo, ich denke, wir betreten mal schnell noch die Heldenhöhle, ja? Und jetzt kommt so der Superhero-Sound. Okay, ich habe gemeint, es wäre ein bisschen epischer. Die tun doch auch irgendwie so... Hoppala. Die tun doch auch irgendwie so, so auf einer Rutsche irgendwie runterfahren. Irgendwie ganz episch und... Oh! Heldenhöhle, nice. Und jetzt noch alles wieder. Oh, das ist glaube ich recht gut gewesen. Das weniger. Das tönt eben schon wie so ein alter Batman-Sound. Böses! Mehr Jungfrau, Mann und Blauwaschbube. Du solltest dich nicht so an mehr Jungfrau, Mann heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Tut mir leid, mehr Jungfrau, Mann. Okay. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben, lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr, ich habe Gänsehaut auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut, auf meiner... Schon gut, Junge. Auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut.
Naja, ich hätte gern eine neue Sonnenbrille. Auf meine alte hat Patrick sich gesetzt. Das meine ich nicht. Ah. Eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Schwamm der Güte. Schwamm der Güte. Ist es? Ja, ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Du musst es abschalten und sie aufhalten. Okay. Warum er? Probieren. Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ah, Muscheldreck. Hatte ich vergessen. Muscheldreck. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Meerjungfrau Mann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Blamiert vielleicht, aber nicht enttäuscht. Alles klar. Auf zum Arzt! Davon! Na gut, die Stimme passt nicht so ganz. Aber ja, aber sonst hat man sich ja beim Voice Acting und auch zum... Aber sonst hat man sich ja beim Voice Acting eigentlich ziemlich Mühe gegeben. Man hat eben auch geschafft, alle alten Voice Actors so einen grossen Teil wieder aufzutreiben. Ja, nein, das ist schon gelungen. Mann, Digga, was ist denn das für ein Teil dort hinten? Da ist irgendwie so... irgendein mexikanischer Roboter oder so. Gut, Es ist nicht irgendein Schwamm. Es ist der Superschwamm. Er saugt Verbrechen auf. Okay. Tritt nicht auf die roten Felder des Disco-Bodens. Nein, warte. Dämlicher Viecher. Kann man da etwas machen, da ohne? Ach, du großer Schinken. Den hab ich verstanden. Ich glaube, das ist schon richtig so. Alle Neune! Okay, das ist schon zu fest. Mann! Und? Yes. Funktioniert doch. Das dämliche Roboter. Jetzt habe ich wirklich bald nur noch ganz wenig Leben. Diese Stangen sind Stromgeneratoren, dass du wieder noch. Ja, das macht Sinn. Frisch wie ein. Was ist jetzt das schon wieder? Okay, die explodieren, wenn sie mich beißen. Alles klar? Ist das auch irgendeine Art? Ist das auch irgendein Bosskampf? Okay. Okay, geht immer eins weiter. Ja, Mini-Bosskampf. Das ist jetzt aber auch nicht so. Da explodiert ja alles, Mann. Oh mein Gott. Gut, sie damit. Ist das der Held der Computer? Geschenke öffnen ist klasse. Nein! Bereit für einen Scheiße. Weiteren fantastischen Tag! Ah, da hat es doch wieder einen Haken. Warte. Nein, ich komm da irgendwie nicht zu dem hinter. Nein, Mann! Aber so kann es doch eigentlich auch klappen. Nein! Hätte ich es doch fast geschafft. Nein, voll zu dumm. Okay, komm schon. Scheiß drauf. Das ist dumm. Was soll ich da machen? Die Schaufelräder kannst du durch die Blasenbowling in Bewegung setzen.
Bowle gegen eine Seite dieser Schaufel, damit sie sich dreht. Gut. Aha, alles klar. Aber eben das mit... Dass ich dort nicht an den Haken komme, man stresst mich aber ein bisschen. Was kriege ich da, die Sandy haben oder so? Nein, falsch Knopf. Okay. Was macht das jetzt? Was muss ich da machen? Komm nicht raus. Was hat das mit dem Boot da auf sich? Ich komm nicht raus. Es geht doch nichts über den Geruch. So, da kommt das Boot und... Es riecht nach... See. Komm nicht raus. Kann ich es zerquetschen? Nein, passiert ja gar nicht. Verwirrend. Ja gut, was das mit dem Boot auf sich hat und wie wir da in diesem Level weitermachen, da in der Heldenhöhle, das sehen wir beim nächsten Mal, weil da mache ich nochmal schnell einen Cut. Danke fürs Beischauen da bei meinem Channel und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!